So, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Terra Nova. Wir sind jetzt bei Mission 8 und ich habe es auch schon im Special vorhin gesagt, gestern, dass das Spiel doch irgendwie an die 40 Missionen hat und deswegen toi toi toi, dass das noch was wird. Aber ich bin fest dazu entschlossen, das Ganze weiterzumachen und mal gucken, wartet eine Videosequenz auf uns? Nein, leider nicht. Aber, bei der nächsten Videosequenz, die auf uns wartet, dann werde ich mal ein bisschen Trivia erzählen, was ich rausgefunden habe, denn die Cast hier scheint eine echte cineastische Goldgrube zu sein, wie ich festgestellt habe. Aber naja, erstmal gucken. Briefing! Los geht's. Oh, anderer Planet, es ist grün. We've just been informed where the pirates have been shipping our stolen goods. Oh. They've been moved to a hidden base on Thatcher. Thatcher. It's time that little party comes to a close. Nicola, you'll be lead dog here. Hoffentlich ist der Planet nicht so unangenehm wie Margaret. Within this ring of hills here. It's well protected. Also, the smugglers are using an in-system transport to ferry the goods between New Hope and Thatcher. Okay. First priority is to neutralize the ship. Ah, hier nehme ich an die Mission. Das ist ein bisschen zeitkritisch, wenn man das Ding nicht schnell genug kaputt kriegt. Okay, mal gucken, wie das wird. Aber wir gehen die trotzdem lang. Ist mir egal. Wir machen alles platt, was dort ist. Gibt's neue Waffen? Komm schon. Railgun. Railgun, ah richtig, die Waffe macht Schaden, der nicht mehr repariert werden kann. Wenn das Spiel Multiplayer hätte, wäre das eine echt geile Waffe. Nehmen wir hier auch lieber einen Standard Suit mit. Was brauchen wir? Nehmen wir einen Repair und zwei Waffentypen mit, das ist glaube ich am besten. So, ja, ich glaube, damit sind wir ganz gut ausgestattet. Outfit complete, los geht die wilde Fahrt. Auch neues Video. Hallo Pilot. Oh, was ist das für ein lustiges Quad-Hover-Bike-Gedöns. Da müssen wir erstmal dahin. Oh, das dauert ja wieder ewig. Ewigkeiten dauert das. Und runter. Nein, auch noch die Animation. Aber diesmal ohne Absprung. Okay, los geht's. Piu, 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 piu. Weirde Musik. Okay. Da müssen wir langsam hin. Ich sehe natürlich noch nichts. Ah, da hinten. Nehmen wir mal den Multipulsar als sehr, sehr weitreichende Waffe. Nehmen die den Waffen dann schon. Und hier dann schon die Railgun. Hier durch. Die Brücke müssen wir nicht kaputt machen, glaube ich. Oh ja, übrigens, in den Kommentaren wurde StarCraft 2 irgendwo erwähnt. Bin ja auch ein leidenschaftliches Spieler. Wenn ihr mit mir spielen wollt, StarCraft 2, fragt mich einfach. Mein Name ist dort Little und meine Charakter-ID ist 124. Also wenn ihr Interesse habt, vielleicht auf ein wenig Strategieaustausch oder vielleicht ein paar nette 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 Partien. Sagt ruhig Bescheid. Also ich hatte auch schon mal überlegt, ob ich nicht vielleicht irgendwas StarCraft-mäßiges hier mache. Vielleicht irgendwie mal ein, zwei Spiele live caste oder sonst irgend so etwas mache. Okay. Kurz mal schauen. Da ist das Flugzeug. Ich würde sagen, mit dem Granatwerfer direkt drauf, sobald wir in Reichweite sind. Stürmen! Okay, das bringt es mal gar nicht. Ah, sehr gut. Wollen wir wieder zurückziehen. Zurückziehen!
Oh, sie wurde ein bisschen verletzt. Ah. Hui. Schafft. Zerstören wir jetzt einmal auch nochmal den Rest, weil wir sind ja gute Soldaten und wir können sowas. Das Zeitkritische haben wir schon mal geschafft. Ah, Ship Pirates and Base. Ja, komm. Ja, ah, Granate. Komm. Puh. Da sind aber noch welche. Einen noch. So. Ah, sind noch welche. Ist immer ganz wichtig, dass man die hier einloggt und dann geht das eigentlich auch ganz gut. Komm, komm. In den Rücken. So. Nur ein paar restliche Gebäude töten. Zerstören. Sehr gut. Wo ist der Pickup Point? Ich habe nicht aufgepasst. Oh, da hinten am Arsch der Welt. Sehr gut. Schiff ist schon unterwegs. Gefällt mir sehr gut. Ah. Ja, wie gesagt, also StarCraft 2 spiele ich super gerne. Würde mich halt freuen. Und vielleicht könnt ihr mal schreiben, ob es euch. Ob man vielleicht mal irgend sowas, vielleicht irgendwas mal casten sollte oder irgendein Replay, irgendwie so etwas, was ich halt gespielt habe. Vielleicht ist es ja für irgendeinen von euch auch noch interessant. Nein, Granate. Ja. Ungünstig. Einen noch. Ah, sie hat ein bisschen was abgekriegt hier, glaube ich. Ah, wird die schon überleben. Kurz soll er ihn schaffen. Also, StarCraft spiele ich meistens Terra, aber anderen ganz gut und sogar einigermaßen erfolgreich, würde ich sogar sagen, ohne mich selber zu sehr zu loben. Also, wenn ihr Lust habt, sagt mir Bescheid. Ich schreibe es auch noch ins Video unten rein. Wie es ist, ich habe es zwar schon gesagt, aber egal. So, Mission Nummer 8 geschafft. Damit haben wir ja schon quasi ungefähr ein bisschen mehr als ein Fünftel des Spiels erledigt. Gibt also noch jede Menge zu erledigen. Und gelandet. Woo! Großartig. Was haben wir denn hier? 19 Kills. Alles okay und alle Missionsziele erfüllt. Super. Operation Adlernest. Super. Und was haben wir? Die Medal for Valor. Super. Haha. Großartig. Sogar noch eine Medaille. Können wir uns auch mal kurz angucken. Im Medaillenmenü 3 Stück haben wir. Großartig. Wunderbar, das war Mission 8 und wie gesagt, aus Leckgründen kurz eine Unterbrechung und dann sehen wir uns weiter mit Mission Nummer 9.